Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce, The Order of Dawn. Ja, wir haben mal kurz einen Abstecher zurückgemacht nach Graufurth, damit wir die letzten beiden Sidequests noch abschließen können. Kümmern wir uns erstmal darum, dass Adira hier. Sollte Adira gewesen sein, oder? Ja. Ihr Blut kriegt. Ah, ihr seid es wieder. Nun, habt ihr alle Lebenssäfte gesammelt? Hier bringe ich euch das Blut der drei Kreaturen. Wahrhaftig, ihr habt viel erdulden müssen dafür. Doch leider sind eure Mühen noch nicht vorbei. Um den Gar hier zu brauen, muss das Blut in einem Gefäß aus reinem Adamantinum angesetzt werden. Wo ist ein solches Gefäß zu bekommen? Nur die Zwerge können Adamantinum formen. Skarvik, der Schmied aus den südlichen Windwallbergen, besitzt die Gabe dazu, so sagt man. Okay, wir brauchen also jetzt noch ein Gefäß aus Adamantinum. Adira benötigt ein Gefäß aus Adamantinum. Skarvik in den südlichen Windfallbergen könnte ein solches Gefäß wohl herstellen. Sprecht mit Skarvik. Fragt Skarvik nach dem Gefäß aus Adamantinum. Oh, und wir sind hier oben die Dinger los. Das Blut schon mal. Skarvik hat das Gefäß aus Adamantinum hergestellt und könnte es zu Adria bringen. Okay, die Quest ist auch noch nicht ganz richtig. Südliche Windwallberge Windholm. Ja, Skarvik steht da rum. Niethals Stärke mit euch, Mensch. Ich benötige ein Gefäß aus Adamantinum. Das kann ich wohl herstellen. Allerdings brauche ich dafür einen Adamantinum-Splitter. Wo kann ich so etwas finden? Geht nach Schwertfels. Dort gibt es Adamantinum in rauen Mengen. Ach, zum Glück haben wir doch einen Splitter, fällt mir gerade so auf. Ich bringe euch den Splitter für das Gefäß. Ah, ein Splitter aus Adamantinum. Vom Schwertfels nehme ich an. Gebt her. Hier, nehmt. Ein schönes Stück. Bestens geeignet, um es zu bearbeiten. Wartet, hier habt ihr euer Gefäß. Gut, das Gefäß haben wir. Um das gesuchte Gefäß herzustellen, benötigt Skarvik zunächst einen Splitter aus Adamantinum. Dieses Metall soll es auf der Insel Schwertfels geben. Skarvik hat das Gefäß hergestellt. Ja, das haben wir schon. Also ja, sind dann nachher nur die vier Sachen, die wir hier haben. Als andere könnten wir dann eigentlich verkaufen. Das brauchen wir für die Main Quest gar nicht mehr. Und ich glaube, Sidequests werden wir auch keine mehr kriegen. Aber wir haben noch ein Stück vor uns. Jetzt aber erst einmal zurück in die klagenden Steine. Ist Festung der richtige Ort? Mal gucken. Fast der richtige Ort. Ich habe nämlich da oben schon was Rotes rumlaufen sehen. Und ja, jetzt ist die große Frage, kriegen wir das alleine tot? Oh, Amras Wächter haben nur Level 10, okay.
Das aber nichts heißen muss. Sollten vorsichtig sein. Vor allem, weil eine ganze Horde da rumsteht. Ja, und die benutzen schwarze Magie halt. Die Linien müssen halten! Vorsicht, Gegner! Standhalten, Männer! Also ja, bis jetzt sind es eher Insektenstiche als alles andere. Das hier wird wohl Amras Grab sein. Das ist ein Hinterhalt! Die Linien müssen halten! Runenkrieger, zu mir! Okay, Amra hat genug Wächter, die hier rumstehen. Vorsicht, Gegner! Au, und mein Homunculus kriegt Aua von denen. Standhalten, Männer! Oh, die haut auf den Seelenfenster ein. Die Linien müssen halten! Na komm, berserken wir mal. Runenkrieger, zu mir! Standhalten, Männer! Runenkrieger, zu mir! Das ist ein Hinterhalt! Wie geht's dem Seelenfels? Noch ziemlich gut. Der macht eigentlich fast keinen Schaden dran. Auf meinen Befehl! Wir sollten den Typ aber trotzdem ausschalten. So, dich bringen wir mal zu dem Fels. Ah, Amras Wächter geben auch ein ganzes Stück Erfahrung eigentlich, so wie es aussieht, obwohl sie nur Level 10 sind. Aber sind halt Gegner, die wir sonst nicht bekämpft haben bis jetzt. Naja gut, ich weiß, ich habe eine ganze Beute da gerade getötet von denen. Trotzdem, je mehr von ihnen fallen, umso besser. Ein Monument wird angegriffen. Ja, und er kann nicht mal genug Schaden machen, wie es sich regeneriert. Aber trotzdem, er haut eins meiner Monumente. Oh, ups. So, du bist auch tot. Dann bist wahrscheinlich wirklich nur du hier übrig, der da so rumgeistert.
Ja, das wäre vor Seins wünschte ich mir manchmal, dass das, was man schon aufgedeckt hat, aufgedeckt bleiben würde. Jedenfalls in der Singleplayer-Kampagne. Allein schon, weil es keinen Sinn macht, dass alles wieder schwarz wird. So, du bist gefallen. Dann können wir uns jetzt Amras Rüstung holen, vielleicht. Wenn uns nicht Amra selber noch einen Strich durch die Rechnung macht. Ach ja, das sollten wir auch noch tauschen. Gut. Und ja, es fehlen uns noch zwei Einheiten. Hier fiel Amra in ihrem vollen Kampf. Wir werden angegriffen! Standhalten, Männer! Okay, das Ende der Hoffnung. Runenkrieger, zu mir! Runenkrieger, zu mir! Standhalten, Männer! Runenkrieger, zu mir! Vorsicht, Gegner! Runenkrieger, zu mir! Oh, sag bloß. Die Linien müssen halten! Das ist ein Hinterhalt! Vorsicht, Gegner! Okay, der Lebensentzug ist böse, das gebe ich zu. Das ist ein Hinterhalt! Vorsicht, Gegner! Das ist ein Hinterhalt! Die Linien müssen halten! Standhalten, Männer! Wir werden angegriffen! Das ist ein Hinterhalt! Standhalten, Männer! Die Linien müssen halten! Okay, der ist standhalten, Männer. Stark. Okay. Vorsicht, Gegner! Wir werden angegriffen! Die Linien müssen halten! Tu mir den Gefallen und triff ihn. Das bitte. Ist ein Hinterhalt! Standhalten, Männer!
standhalten, Männer! Die Linien müssen halten! Wir werden angegriffen! Vorsicht, Gegner!